Thüringen, das schönste aller Bundesländer. Denn Thüringen ist nicht nur meine Heimat, sondern auch das grüne Herz im Mittelpunkt Deutschlands. Nirgends liegen unberührte Natur, bewegte Geschichte und Kulturschätze so nah beieinander wie bei uns in Thüringen. Entdeckt heute gemeinsam mit uns 10 Top-Highlights in Thüringen. Und los geht's! Kaum eine andere Burg Deutschlands ist wie die Wartburg mit der deutschen Geschichte verbunden. Ludwig der Springer ließ die Wartburg um 1067 erbauen. Seit 1999 gehört sie zum UNESCO-Weltkulturerbe. Der Name bedeutet Warte, also Wacht- oder Wächterburg. Neben bedeutenden Persönlichkeiten der deutschen Geschichte, die sich während der inzwischen knapp 1000-jährigen Existenz auf der Wartburg aufhielten, versteckte sich ab 1521 auch der Reformator Martin Luther auf der Wächterburg. Er galt wegen Verbreitung seiner Werke und Schriften als vogelfrei. Am 4. Mai wurde Martin Luther in der Nähe des Schlosses Altenstein zum Schein festgenommen und auf der Wartburg festgesetzt. Um seinen Aufenthalt auf der Burg geheim zu halten, lebte er unter dem Namen Junker Jörg in spartanischer Unterkunft und übersetzte während dieser Zeit das Neue Testament ins Deutsche. Auf der Wartburg soll Martin Luther auch der Teufel erschienen sein. Ein Tintenfleck zeugt noch heute von dieser Begegnung. Die einzigartige Drachenschlucht befindet sich südlich der Stadt Eisenach und ist für ausdauernde Wanderer von der Wartburg aus zu erreichen. Sie erstreckt sich zwischen dem südlichen Stadtrand und dem Forstort Hohe Sonne am Rennsteig. Die Drachenschlucht ist wegen ihrer seltenen Flora und Fauna ein beliebtes Wanderziel und ist in jedem Fall einen Ausflug wert. Die Wanderung durch die Schlucht erstreckt sich auf etwa 3 Kilometern Länge. An der engsten Stelle ist die Route gerade einmal 68 cm breit. Mit 100.000 Wanderern pro Jahr gilt der Rennsteig als meistbegangener Weitwanderweg Deutschlands. Er beginnt im Eisenacher Ortsteil Hörschel und verläuft dann auf knapp 170 Kilometern quer durch den Thüringer Wald bis nach Blankenstein an der Saale. Sein Wegzeichen ist das weiße R. Er verläuft auf knapp 500 bis 1000 Höhenmetern und kreuzt insgesamt 6-mal die ehemalige innerdeutsche Grenze. Traditionell ist der Rennsteig in 6 Etappen gegliedert, die jeweils ca. 20 bis 30 Kilometer lang sind. Wer in Thüringen wandern möchte, kommt also am Rennsteig nur sehr schwer vorbei. Schloss Friedenstein in Gotha wurde 1643 an der Stelle der abgerissenen Burg Grimmenstein errichtet. Die frühbarocke Schlossanlage gehört zu den bedeutendsten Schlossneubauten Deutschlands. Das prunkvoll eingerichtete Schloss beherbergt mehrere Museen und Einrichtungen und ist für Besucher jederzeit zugänglich. Es werden außerordentliche Kunstsammlungen bestehend aus Gemälden, Elfenbeinskulpturen und zahlreichen anderen wertvollen Schätzen präsentiert. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges wurden hunderte Stücke von den Besatzungsmächten gestohlen oder als Kriegsausgleich beschlagnahmt. Der größte Teil der Sammlungen kehrte aber glücklicherweise 1958 aus der Sowjetunion zurück nach Gotha. Wer die barocke Kunst und den Prunk dieser Zeit hautnah erleben möchte, der muss unbedingt Schloss Friedenstein in Gotha besuchen.
Das mittelalterliche Burgenensemble der gleichen Schlösser ist ein weiterer Ausflugstipp, den man direkt von der Autobahn A4 aus in seiner vollen Pracht bestaunen kann. Anhalten lohnt sich in jedem Fall aber bei jeder einzelnen der drei Burgen. Während die Mühlburg und die Burg Leichen nur noch in Ruinen erhalten sind, so findet auf der Feste Wachsenburg neben einigen Ausstellungen auch noch reger Hotel- und Gastbetrieb statt. Ein Wanderweg verbindet die drei Burgen miteinander. Schaut gerne mal im dazugehörigen Video bei uns nach, wir sind diese Route gewandert. Der 160 Quadratkilometer große Hainich ist das größte zusammenhängende Laubwaldgebiet Deutschlands. 75 Hektar des Hainich sind seit 1997 Nationalpark und gehören zum UNESCO-Weltnaturerbe. Im Hainich kann man erahnen, wie mitteleuropäischer Urwald vor der fast vollständigen Abholzung im Mittelalter in Deutschland einmal ausgesehen haben muss. In der Nähe des Forsthauses Thiemsburg befindet sich seit 2005 der Baumkronenpfad. Er ist 576 Meter lang und erreicht auf dem Aussichtsturm eine Höhe von 44 Metern. Mitten durch die Baumwipfel zu schlendern und den grünen Riesen beim Schwanken im Wind zuzuschauen, ist ein einmaliges Erlebnis, das man sich in Thüringen auf keinen Fall entgehen lassen sollte. Ein Abstecher in die Landeshauptstadt Erfurt darf natürlich ebenfalls in keinem Thüringen-Besuch fehlen. Im Mittelalter erhielt Erfurt wegen seiner vielen Kirchen den Beinamen Thüringisches Rom. Besonders empfehlenswert ist aber ein Besuch des Erfurter Doms. Er ist über 81 Meter hoch und besitzt mit der berühmten Gloriosa die größte freischwingende mittelalterliche Glocke der Welt. Die Glocke wurde 1497 gegossen. Sie ist knapp 2,60 Meter hoch und wiegt fast 11,5 Tonnen. Wie genau die Erbauer sie seinerzeit in den Glockenturm hinaufbefördert haben, wurde nicht überliefert und bleibt daher für immer ein Geheimnis. Ihr satter Klang in tiefem E soll bei günstigen Windverhältnissen noch weit über die Stadtgrenzen hinaus zu hören sein. Wegen einem inzwischen reparierten Riss in der Glocke wird sie allerdings nur noch zu ganz besonderen Anlässen geläutet. Besonders sehenswert sind neben der Glocke auch die Chorfenster, die fast alle noch in ihrer mittelalterlichen Originalform erhalten sind, und die beiden romanischen Skulpturen einer thronenden Madonna und eines monumentalen Kerzenträgers. Die kaskadenförmigen 70 Domstufen führen hinauf auf den Domberg. Unter den vielen erwähnenswerten Bauwerken Erfurts sticht die Krämerbrücke ebenfalls besonders hervor. Sie ist bis heute Mittelpunkt traditioneller Handwerkskunst und gilt als eines der Wahrzeichen der Stadt Erfurt. Die Krämerbrücke ist die längste bebaute und bewohnte Brücke ganz Europas. Die ursprüngliche Brücke bestand aus Holz, wurde aber 1325 durch Stein ersetzt. Heute finden sich in den Erdgeschossen der Häuschen kleine Läden, die im mittelalterlichen Stil eingerichtet sind und traditionelle Handwerkskunst, Spezialitäten und andere Waren anbieten. Absolut sehenswert in Thüringen ist auch das Kaiser-Wilhelm-Denkmal im Kyffhäusergebirge. Es ist das drittgrößte Denkmal ganz Deutschlands. Nur das Völkerschlachtdenkmal in Leipzig und das Kaiser-Wilhelm-Denkmal an der Porta Westfalica sind noch größer. Nach 247 Stufen gelangt man auf den knapp 60 Meter hohen und mit einer Kaiserkrone bekrönten Turm.
Im oberen Bereich zeigt eine Statue Kaiser Wilhelm zu Pferde. Unter ihm am Sockel des Turms sitzt König Barbarossa in seinem Thron. Der Sage nach ist Kaiser Friedrich Barbarossa nämlich gar nicht gestorben, sondern durch einen Zauber tief in das Kyffhäuser Gebirge versetzt worden. Dort soll er seitdem schlafend in seinem Thron sitzen und auf seine Rückkehr warten. Die Saalfelder Feengrotten stehen seit 1993 als die farbenreichsten Schaugrotten der Welt im Guinness-Buch der Rekorde. Aufgrund des mineralreichen Milieus sind viele verschiedene Farben in den Grotten zu finden. Mittlerweile wurden in den Feengrotten über 45 verschiedene Minerale nachgewiesen. Sie verleihen den bis zu 300 Jahre alten Tropfsteinen ihre besonderen Farben. Besonders mit Kindern wird der Besuch des märchenhaften Schaubergwerks und des dazugehörigen Außengeländes zum echten Erlebnis bei einer Reise durch Thüringen. Lasst uns einen Daumen nach oben da, wenn euch Thüringen genauso gut gefällt wie uns. Und folgt uns auf unseren weiteren Abenteuern. Abonniert dazu unbedingt unseren Kanal und aktiviert die kleine Glocke, damit ihr in Zukunft keins unserer Videos mehr verpasst. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.